heutige Video wird euch gesponsert von Eneva.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Cheffy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben jetzt gerade das nagelneue Update bekommen. Es hat bei mir irgendwie 13, etwas Gigabyte. Das dürfte sich bei der Xbox nächste Woche und beim PC nochmal ein bisschen anders anfühlen von der Größe her. Ihr wisst ja leider, Xbox bekommt das Ganze wieder einmal eine Woche später, als wie es eigentlich sollte. Das ist der Sony-Exklusiv, da kann man nicht viel gegen machen. Wir haben, glaube ich, das beste und größte Update, und das überrascht, glaube ich, viele von uns, seit Anfang von Black Ops 4. Nicht nur, dass wir mit diesem Update mehr als 6 nagelneue Waffen bekommen, wovon 2 noch überhaupt nirgendwo geleakt waren, wovon keine Rede war. Zusätzlich haben wir noch die nagelneue Map bzw. das Remake von Black Ops 2 damals bekommen, Grind. Das ist der Skatepark, viele von euch dürfen den noch kennen. Der ist frei verfügbar, der ist nicht nur für die Black Ops Passbesitzer, sondern freier Multiplayer-Content. Jeder kann den spielen, ihr könnt drauf hoppen, ihr könnt Spaß mit haben. Wir haben im neuen Multiplayer jetzt auch einen nagelneuen Modus sozusagen, und zwar Capture the Flag. Den kennen wir aus anderen COD-Teilen bisher. Ihr müsst die Flagge beim Gegner abholen, euer eigenes Team hat ebenfalls eine Flagge, und das Ziel des Ganzen ist, die Flagge vom Gegner zu eurer eigenen Heimflagge zu bringen. Ihr kriegt dafür einen Punkt. Das Ganze geht so lange, bis das erste Team 3 Punkte hat oder beziehungsweise bis die Runden vorbei sind, wer dann am meisten Punkte hat, wenn es die ganze Zeit unentschieden war. Das ist ziemlich cool, dass wir endlich Capture the Flag haben. Das ist so ein Modus, der sehr, sehr beliebt war und vor allen Dingen bei den CWL-Leuten ja sehr, sehr beliebt war früher. Stattdessen haben wir dieses Mal Kontrolle drinne gehabt, der insgesamt nicht allzu gut, ich sag mal, bewertet wurde, auch von den Pros. Deshalb schön, dass wir diesen Modus endlich haben. Grind als neue Map freut mich auch, was aber viel, viel heftiger ist, Leute. Es wurde endlich nach nur 7 oder 8 Monaten auf das gehört, was unter anderem ich schon seit Monaten sage. Und zwar gebt uns Community Challenges, gebt uns Waffenkisten, so wie wir es aus Black Ops 3 kannten, wo man dann eine feste Waffe ziehen kann. Gebt uns endlich neue Waffen, gebt uns den Content, den wir wollen. Und der wird jetzt tatsächlich geliefert. Wir haben ein Level 25, also im schwarzen Markt, eine Weapon Bright, also eine Waffenvorratskiste. Mit dieser Waffenvorratskiste könnt ihr eine von den 6 oder 7 nagelneuen Waffen ziehen. Leider lädt das Update noch, aber ich dachte mir, ich fange für euch schon mal an, dass ihr schon mal alle Infos habt gleich. Ihr kriegt einen neuen Schwarzmarkt sozusagen, ab Level 25 könnt ihr eine Waffe ziehen, und unter anderem, wir haben die S6 Stingray, das ist ein taktisches Sturmgewehr. Wir haben die Locos. Ihr kennt die wahrscheinlich aus Black Ops 3 noch. Den Namen hat die Sniper jetzt auch. Das ist eine Bolt Action. Es gibt dazu Ballistic Knife, wurde ja schon angekündigt. Es gibt die neue Peacekeeper, beziehungsweise die Peacekeeper, wie wir sie aus den alten Black Ops Teilen kennen. Sie ist jetzt in Black Ops 4 wieder drin. Das heißt, die Peacekeeper könnt ihr über diese Waffenkiste ebenfalls ziehen. Höchstwahrscheinlich werden sie die Waffenkisten auch noch für ein bisschen Geld anbieten, im Hintergrund, dass ihr euch da vielleicht noch die Kisten einzeln kauft. So wie ich das aber sehe, könnt ihr diese Waffen auch ganz normal entweder erspielen oder aus den Vorratskisten so bekommen. Zusätzlich eine Waffe, die in Blackout schon seit einer Ewigkeit drin ist, und zwar die Graf, also G-R-A-V, Graf, ich bin mir nicht sicher, wie es geschrieben wird, ihr könnt mir das mal unten in die Kommentare sagen. Die bekommen wir als Community Challenge. Endlich ist eine Community Challenge da. Und zwar ist die Aufgabe, dass wir insgesamt 15 Millionen Matches spielen. Natürlich nicht jeder einzelne, sondern jedes Match von jedem Spieler auf der PlayStation, Xbox oder auf dem PC wird zusammengezählt, und am Ende, wenn die 15 Millionen Spiele erledigt sind, bekommt jeder, der einmal daran teilgenommen hat. Das heißt, wenn ihr in den nächsten Wochen nur eine Runde spielt und die beendet, habt ihr daran teilgenommen, bekommt man die Graf aus Blackout. Das ist auch ein Sturmgewehr. Dazu kriegen wir auch noch eine Waffe, und ich werde euch genau sagen, welche das ist. Ich habe sie mir extra aufgeschrieben, damit ich das nicht verpasse. Die neuen Waffen, die wir haben, sind die Graf Assault Rifle, die Peacekeeper, die Vendetta, die Locos, die S6 Stingray, das Ballistic Knife und eine, die jetzt noch nicht angekündigt worden ist. Dazu bekommen wir im Multiplayer ein paar Changes, unter anderem bekommen ein paar MPs ein extra Magazin und Bullet Penetration von Sturmgewehren und MPs durch Gegner, das heißt, wie eure Kugel durch den ersten Gegner fliegt, wenn dahinter noch einer steht, wurde erhöht, so dass man vielleicht mehr Collettes als vorher machen kann. Zusätzlich kommt auch sehr, sehr geil, und da freue ich mich extrem drüber,
Wir haben einen Nerf für den Nomad bekommen, für den Ajax bekommen und für den Spectre. Die Cooldown-Time vom Spectre wurde jetzt ein bisschen erhöht. Man kriegt das Schwert also nicht mehr so schnell wie vorher. Dasselbe gilt für die Rauchgranate, die teilweise sehr anstrengend war. Der Hund von Nomad hat endlich weniger Leben bekommen. Endlich. Hat auch nur 7 Monate oder 8 oder 10 gedauert. Das Ganze wurde um 150 Lebenspunkte reduziert. Das heißt, ihr werdet jetzt nicht einmal mehr ein halbes Magazin brauchen, um den Nomad-Hund zu töten. Die K9-Unit ist also ab jetzt hoffentlich weniger sinnvoll. Zusätzlich haben wir einen Nerf bekommen für die SG-12. Ihr wisst, diese scheiß Shotgun mit der Taschenlampe vorne. Bisher erinnert ihr euch dran, wenn euch diese Taschenlampe angeleuchtet hat, habt ihr den Aim Assist verloren und habt meistens auch den Gunfight verloren. Wenn ihr jetzt Taktikmaske ausrüstet, habt ihr immer noch Aim Assist, obwohl ihr angeleuchtet werdet, aber nur wenn ihr Taktikmaske drinne habt. Das heißt, Taktikmaske, was ja gegen wirklich vieles hilft, gegen die Suchermine, gegen die neuen Knall, gegen eben die Taktikmaske jetzt, gegen die Konterdrohne, gegen alles Mögliche, ist jetzt noch ein bisschen besser geworden, wurde aber auch Zeit, weil sie aus der Taktikmaske die Resistance gegen den Feuerschaden ja rausgenommen haben und bei Kugelweste reingeschmuggelt haben. Das heißt, wer jetzt irgendwie Taktikmaske überlegt, immer schon mit reinzunehmen, jetzt aktuell würde ich persönlich sagen, Taktikmaske über Kugelweste, Taktikmaske und Kugelweste, definitiv die beiden besten Perks, die ihr online irgendwie nehmen könnt. Leider gibt es keine Changes zum Akustiksensor, das hätte ich mir mehr als nur ein bisschen gewünscht, aber vielleicht haben wir ja noch das Glück, bis MW kommt, dass wir da noch irgendwas Neues dazu bekommen, dass der vielleicht nicht mehr so stark ist wie vorher. Wie ihr alle Waffen freischalten könnt auf kürzestem Wege, das weiß ich leider noch nicht, weil es leider so noch nicht bekannt gegeben worden ist. Ich vermute aber, ab Level 25 im schwarzen Markt bekommt ihr einfach eure Waffenkiste und könnt die Level danach dann irgendwann aus den Kisten die Sachen ziehen. Zusätzlich haben wir Multiplayer noch ein bisschen Schrott in den schwarzen Markt bekommen, ebenso ein paar neue Weapon-Camos. Ich habe noch nicht gesehen, was die schönste davon ist, ein paar neue MK2-Varianten. Leider hat Reddit nicht aufgezählt, welche genau. Im Blackout gibt es ein paar Changes. Und zwar kommt 50 versus 50. Im Blackout gibt es noch ein paar Changes. Und zwar gibt es jetzt 50 gegen 50 Bodenkrieg. Das bedeutet, wenn ihr Bodenkrieg spielen wollt, im Multiplayer ist das leider nicht möglich. Bei Blackout ist es möglich. Aus Fortnite kennen das bestimmt einige von euch. Ihr könnt im Prinzip mit zwei Flugzeugen aus entgegengesetzten Richtungen aneinander vorbeifliegen und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr auf eurer Seite der Map landen wollt, mit vielen von euren Teammates oder mitten in die Gegner rein wollt. 50 gegen 50, Zufall, wer miteinander spielt, das Team, was am Ende mindestens einen Überlebenden hat, gewinnt natürlich. Das dürfte jetzt, so wie es aussieht, die neue Special Feature Playlist sein, die Blackout drinne ist. Da kann ich nur hoffen, dass ihr dabei Spaß habt. Ich bin aktuell kein großer Blackout-Fan, aber für die, die Blackout spielen, ist es was Cooles. Dazu gibt es ein neues Gauntlet für die Zombie-Fans von euch. Leider kann ich euch nicht viel darüber sagen, weil ich ehrlich gesagt von Zombie absolut keine Ahnung habe. Das heißt, wenn ihr da irgendwas habt, was euch gefällt, wenn euch irgendwie Zombie Spaß macht, müsst ihr nochmal gucken. Mein Spiel ist es nicht, es war noch nie mein Spiel. Und es wäre unsinnig, wenn ich jetzt darüber rede, was da alles kommt, weil ich muss euch ehrlich sagen, ich kann es euch zwar übersetzen, verstehen tue ich es aber trotzdem nicht. Insgesamt, wenn man sich anguckt, was wir alles bekommen haben, kann man nichts anderes sagen, als wirklich ein Update, was endlich Dinge bringt, die wir schon seit langem fordern. Die Taschenlampe vom von der SG-12 ist nicht mehr so stark. Der Ajax ist etwas genervt worden. Die neuen Knall gibt nicht mehr extra Punkte, wenn man jemanden killt, der trotz Taktikmaske sozusagen ein bisschen geflasht worden ist. Ebenfalls haben sie den Radius von der neuen Knall ein bisschen reduziert, es stehen keine genauen Daten dazu da. Wir haben neue Waffen, wirklich, die Sniper von euch, die GHK-Jungs werden sich mit Sicherheit riesig freuen, Grüße gehen an den GHK-Clan raus, ich habe die letzten Tage öfter mit euch gesprochen, das für euch wirklich cool, ihr habt zwei neue Sniper-Rifles, ihr könnt da die nächsten Tage Feeds mitmachen, Clips mitmachen, habt viel Spaß damit, ich gönne euch das absolut von Herzen. Wir haben die Peacekeeper endlich, eine der Lieblingswaffen aus Black Ops 3 von mir, ehrlich gesagt, die Graf ist ja im Prinzip nichts anderes als in Black Ops 3, ich muss kurz überlegen, wie sie hieß. Ich komme natürlich nicht drauf. Die Galil, genau. Aber die Galil war damals nicht so gut. Ich weiß nicht, wie gut sie jetzt ist. Ich weiß nicht, welche Aufsätze wieder zunehmen können. Das wird sich zeigen, wenn man sie alle freigeschaltet hat. Das Ballistic Knife für einige von euch, die vielleicht damit gerne Spaß haben wollen. Ganz, ganz viel Spaß. Die neue Season wird jetzt, beziehungsweise es ist ja noch die alte Season, nur ein neuer Contraband-Stream mit einem neuen Theme.
wird wieder um die 30 Tage gehen und danach werden wir dann den Reaper als Spezialist bekommen mit wieder nagelneuen Sachen. Was da genau kommt, keine Ahnung. Das heißt, wenn man jetzt genau überlegt, was man alles irgendwie da neu hat, dann ist es eine Menge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich euch nur empfehlen kann, grindet die 15 Millionen Spiele, macht kurze Spiele, TDM geht am schnellsten. Wenn alle zusammenarbeiten, haben wir demnächst eine neue Waffe, die Graf für uns alle. Und sonst, wenn ich genau überlege, ist es schon ein Update, was auf jeden Fall Spaß macht. Wenn euch die Infos geholfen haben, ladet euer Update runter. Es sind jetzt, zeigt er an, 11,8 GB. Vorhin waren es 13, etwas. Ladet es runter, habt viel Spaß beim Grind. Vielleicht gibt es ja endlich mal einen Grund, länger als ein, zwei Tage irgendwie ein bisschen was zu machen. Ich werde mir auf jeden Fall auf den Grind begeben. Lasst ein Like da, ich bin raus. Haut rein.